Am Freitagnachmittag, 24.04.2015, kam es gegen 16.40 Uhr auf der B38 zwischen Großbiberau und Brenzbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Reichelsheim befuhr die B38 aus Großbiberau in Fahrtrichtung Brenzbach-Wersau. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dann mit seinem Pkw zum Teil auf die Gegenfahrbahn und streifte hier auf der kompletten Fahrerseite einen entgegenkommenden Pkw. Der Dieburger Fahrer des entgegenkommenden PKWs wurde hierbei nicht verletzt. Im Anschluss geriet der 49-jährige Pkw-Fahrer aus Reichelsheim komplett auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw, der nicht mehr ausweichen konnte. Der 40-jährige Fahrer sowie seine 37-jährige Beifahrerin aus Erbach wurden hierbei schwer verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 32.000 Euro. Da die Fahrbahn dort massiv mit ausgelaufenen Betriebsstoffen verunreinigt wurde, war die Feuerwehr längere Zeit mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Die Strecke wurde dann erst gegen 20.10 Uhr von der Straßenmeisterei wieder freigegeben.